Thorsten Kudoba hat eine Mission. Wir retten quasi den Wald, der noch da ist. Nun hat sich der Visionär die Logistikbranche vorgeknöpft. Denn die arbeitet noch sehr viel mit Papier, zum Beispiel mit Frachtpapieren, die auf dem Weg von A nach B zigmal unterschrieben und kopiert werden. Der Bedarf ist da, Papier zu ersetzen in digitalen Prozessen. Heute ist es so, Papier wird unterschrieben, eingescannt, digitalisiert, abgeheftet. So. Und wir können einfach diesen gesamten Prozess komplett digitalisieren. Wir brauchen kein Papier mehr. Dafür hat Thorsten Kudoba mit einem Kollegen auf Basis eines E-Readers ein Tracking-Device entwickelt, das Transportboxen oder Container auf dem Weg zum Bestimmungsort begleiten soll. Das hat jetzt ein Display, das heißt, es wird auf dem Portal betrieben. Und über dieses Portal spiele ich dann die Dokumente, die ich für diesen Transport brauche, auf das Device. Damit sind die Dokumente auf dem Device abrufbar. Das heißt, ich habe eine Ladeliste da drauf, ich habe die Stückzahl da drauf. Ja, und das Ganze läuft dann mit dem Container mit. Und am Zielort kann ich dann über Geofence das Display verändern und sagen, ich bin eingetroffen. T-Systems bietet die IoT-Lösung als Paket an. Neben dem eigentlichen Gerät liefert das Unternehmen die Konnektivität, Speicher, Rechenleistung aus der Cloud, die passenden Tools zur Auswertung der Daten. Und das Ganze unterlegt mit Security, dass wir verkörpern das wirklich Ende zu Ende und können dadurch Mehrwerte generieren, auch für eine Logistik, auch für andere Partner, die ein solches Device nutzen können. Vor 5 Jahren hatte er bereits eine ähnliche Idee. Um das Reisen zu vereinfachen, hat er einen Koffer mit einem elektronischen Modul ausgestattet, das Infos zur Reiseroute auf einem kleinen Display anzeigt, das bruchsicher sein musste und das von außen bespielbar sein musste. Ähnliche Anforderungen wie bei seinem neuen Projekt. Inzwischen hat seine Kofferidee viele Nachahmer gefunden. Aber keiner ist in der Lage, auf dem Device irgendwas abzubilden. Und sei es nur Grenzwertüberschreitungen, Alarme oder sonst irgendwas. Und da haben wir gesagt, lass uns das mal versuchen, mit den gleichen Partnern, die schon Vectorgo gemacht haben, so etwas mal umzusetzen. Geplant sind Displays in verschiedenen Größen. Zum Start sollen Modelle in DIN A5, DIN A6 und DIN A7 bereitstehen. Es ist immer vom Use Case her individuell anpassbar an der Stelle, obwohl es eigentlich standardisiert ist. Das ist der richtige Schritt in die Digitalisierung für die Logistikprozesse, papierlos zu werden. Unser Ziel ist es, dass wir in 2018 mit dem Produkt auf den Markt kommen können. Wir wollen es in die Plattform integrieren, in unsere IoT-Plattform, dass wir es wirklich auch dann unseren Kunden Ende zu Ende komplett secured anbieten können.